Hallo und herzlich willkommen zur heutigen WWE Main Event Ausgabe und wir haben heute drei Matches auf der Karte, die wieder alles irgendwie zusammenfassen, was ihr so gefordert habt. Ganz einfach, denn wir fangen auch direkt an. Ich will gar nicht auf Raw sprechen, ihr habt es ja wahrscheinlich eher alle gesehen. Wer es nicht gemacht hat, der sollte es auf jeden Fall nachholen. Sheamus, neuer Number One Contender, und John Bradshaw Layfield hat sich mit The Big Show zusammengetan. Da müssen wir mal die Augen drauf halten, wie es da weitergehen wird. Auf jeden Fall heute Match Nummer 1. Damian Mistow, der hat richtig groß die Fresse aufgerissen, um es mal so zu sagen, hat mich höchstpersönlich angegriffen. Ich habe gesagt, Mistow, beweis dich erstmal selber. Er kommt heute Abend in die Halle und er wird antreten gegen Daniel Bryan. Der Mann, der ja quasi gegen seinen, sag ich mal, gegen seinen Boss, gegen The Miz gewonnen hat. The Miz und Daniel Bryan hatten ja zwei Matches. Eins hat The Miz gewonnen, eins hat Daniel Bryan gewonnen. Und jetzt bei Raw haben sie quasi beide verloren. The Miz, ich glaube, dem wird immer noch der Kiefer von diesem Wahnsinns-Bro-Kick wehtun. Sheamus hat das Match ja wirklich in einer super Weise gewonnen. Also super intelligent, wie er das gemacht hat. Den einen rausgeworfen, den anderen gecovert. Ich fand, das hat er stark gemacht. Und Mistow gegen Daniel Bryan. Kann vielleicht The Miz hier sozusagen dazu beitragen, dass Damian Mistow vielleicht gewinnen kann? Wir gucken mal. Daniel Bryan oder doch Damian Mistow? Es ist Damian Mistow. Da hat hundertprozentig The Miz eingegriffen. Aber was willst du machen? So ist das halt bei The Miz und Damian Mistow. Match Nummer 2. Und ich zeige euch direkt beide Matches. Das sind zwei Quali-Matches. Auf der einen Seite Zack Ryder gegen Rusev. Das ist quasi ein Rematch. Dann gab es ja so ein, ich sag mal, erstes Teil-Quali-Match zwischen Ryback und Rusev. Das hat Rusev gewonnen und deswegen kommt es hier zu diesem Rematch. Zack Ryder gegen Rusev. Erstes Aufeinandertreffen war auch beim Main Event. Da geht es quasi um den ersten Platz im United States Championship Match beim Pay-Per-View bei Extreme Rules und das ist das Main Event. Und ich finde es super geil. Ganz ehrlich, wenn man die sechs Superstars hier so sieht, wir gehen sie mal von links nach rechts durch. Stardust, R-Truth, Goldust, Tyson Kidd, Jack Swagger und Christian. Da denkt sich jetzt der ein oder andere, wow, was ist das für eine Mid-Carter Battle Royale? Aber genau das soll es sein und diese Jungs sind alle richtig aktiv in den Kommentaren. Stardust, R-Truth sowieso, R-Truth. Erst standen ja nur vier Leute quasi fest. Das waren Christian, Tyson Kidd, Goldust und Stardust. Und Jack Swagger und R-Truth sind beide reingekommen in diese Battle Royale. Warum? Weil sie richtig aktiv in den Kommentaren sind, unter vielen Videos schon was geschrieben haben. R-Truth, der schreibt auch unter einem Raw-Part was. Das freut mich immer richtig. Und deswegen sind diese Leute hier drin. Ich hatte erst überlegt, andere Leute reinzupacken. Aber ich denke mir, dieses Jahr werden mal die richtig Aktiven belohnt. Ich habe das ja schon mal gesagt. Und ganz wichtig, Roman Reigns hat ja bei Raw, da komme ich gerade drauf, eine Open Challenge gestellt. Quasi das 3 gegen 1 Handicap Match. Bisher haben wir erst einen Gegner, den ich mir schon notiert habe. Ihr könnt euch nochmal bewerben. Eigentlich nur Raw Superstars, aber wenn es nicht anders geht, nehmen wir vielleicht auch noch zwei aus der Tag Team Division. Vielleicht die Ascension, vielleicht die New Day Jungs. Wäre ja ganz interessant. Vielleicht auch The New Day komplett gegen Roman Reigns. Müssen wir mal abwarten. Wie gesagt, schreibt mal was in die Kommentare, wenn ihr es lest. Ob ich das dann nehme oder nicht, müssen wir da mal gucken. Wir kommen jetzt aber, wie gesagt, erstmal zum ersten Quali-Match zwischen Zack Ryder und Rusev. Ganz ehrlich, das war die erste WWE Main Event Ausgabe, ne, die zweite damals, und niemand hatte irgendwie Zack Ryder auf der Card. Ich hatte schon ganz ehrlich in meinen Planungen gedacht, ja, Zack Ryder, der wird irgendwann eh in der, sag ich mal, Versenkung verschwinden, nie Matches bekommen oder mal so im Opener von irgendwem besiegt werden, so ein Arian von NXT quasi letztes Jahr. Aber dann hat er uns allen gezeigt, wie es geht, nämlich er hat Rusev besiegt, wo meiner Meinung nach keiner mit gerechnet hat. Viele von euch werden jetzt sagen, ja, habe ich doch gewusst, aber das wusste einfach keiner. Klar, das Publikum heute ist auf der Seite von Zack Ryder nach diesem Auftritt gegen Rusev vor zwei Wochen. Zack Ryder, woo, 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 you know it. Auch aktiv in den Kommentaren. Ich freue mich schon wieder, wenn er was zu diesem Match schreibt. Immer, ich denke mal, Zack Ryder, der wird sich super feiern, wenn er heute gewinnt. Aber wenn er jetzt vielleicht verliert, weil er vielleicht einfach der Schlechteres. Matches müssen ja nicht immer unfair laufen. Es kann ja auch einfach mal sein, dass der Bessere gewinnt. So ist das ja auch. Dass wenn Rusev gewinnt, er ja auch einfach das Ganze sachlich und fair hinnimmt. Guck mal, wie er lächelt, der alte Säcki. Und da kommt Rusev. Oh man, for a 300-pound-plus powerhouse,
Ja, und Rusev, der hat heute einiges nachzuholen. Wie gesagt, es begann ja mit der Niederlage gegen Zack Ryder für ihn quasi. Unser ehemaliger Weltchampion, muss man ja sagen. Er war Weltschwergewichtschampion, bevor quasi Big Show ihm den Titel letztes Jahr abgenommen hat. Big Show, der ja jetzt, ihr habt es ja gesehen, gemeinsame Sache mit John Bradshaw Layfield macht. Und Rusev dann, wie gesagt, mit der Niederlage gegen Zack Ryder. Das war schon, wie soll ich sagen, ein Einschnitt in die Karriere von Rusev. Also der wollte richtig durchstarten, aber es ging richtig schlecht los. Und jetzt hat er halt die Chance, allen zu zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war. Und Zack Ryder kann genau das Gegenteil machen. Der kann sagen, Jungs, das war keine, ja, Eintagsfliege. Das Ding wiederhole ich jetzt. So, Rusev, der feiert hier noch so ein bisschen seinen Einzug, tanzt hier noch ein bisschen im Ring rum. Also ich glaube, Rusev-Fans werden wir hier im Publikum keine finden, vielleicht 1%. Ganz klar, heute sind alle für Zack Ryder, weil alle merken, Zack Ryder hat heute, wenn er heute gewinnt, quasi das Titelmatch in der Tasche. Und das heißt, Zack Ryder kann vielleicht zurückfinden in seine Spur und vielleicht United States Champion werden. Ich gehe mal kurz auf den Wochenplan ein, während wir jetzt dieses Match hier mal beginnen. Also wir sind heute ja schon in der letzten Woche vor Extreme Rules. Es geht ja, wie gesagt, nächste Woche schon los mit den Pay-Per-View-Matches. Ich muss mal gucken, ob ich jeden Tag was hochladen werde oder nur irgendwie jeden zweiten. Wir müssen mal gucken. Also heute haben wir, wie gesagt, die zwei Quali-Matches. Im Main-Event erwartet uns noch die 6-Mann-Battle Royale. Die wird ja over the top rope sein. Also man muss seinen Gegner aus dem Ring werfen, beide Füße auf den Boden, ähnlich wie beim Royal Rumble. Der Letzte, der im Ring steht, gewinnt. Es gibt leider keine Elimination mehr. Sehr schade, aber was willst du machen? Und da sind, wie gesagt, Stardust, Goldust, Tyson Kidd, Christian, Jack Swagger und R-Truth. Was ich da halt so interessant finde, wir hatten bei der ersten Ausgabe Stardust gegen Goldust. Ich glaube, da hat Stardust gewonnen. Ich weiß es aber gar nicht mehr so genau. Wir hatten ein Match zwischen Christian und Tyson Kidd letzte Woche. Da hat Christian gewonnen. Wir hatten Tyson Kidd gegen Swagger. Da hat Tyson Kidd gewonnen. Wir hatten R-Truth, glaube ich, gegen Tyson Kidd bei SmackDown. Also wir hatten diese ganzen Paarungen mehr oder weniger schon. Deswegen finde ich dieses Match so super interessant. Ich kann ehrlich nicht sagen, wer da gewinnt, denn ich setze jetzt schon mal und ich sage einfach mal Christian, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich jetzt von den sechs so am ehesten ein Christian-Fan bin. Kann ich jetzt natürlich auch bei 6 Superstars wieder voll daneben legen, aber ihr habt gesehen, bei Raw, da hat sich mein Gefühl bestätigt. Da habe ich ja gesagt, Sheamus, der scheint heiß zu sein, der holt sich das Ding und hat er ja gemacht. Und bei SmackDown dann das nächste Quali-Match, nämlich das dritte. Das dritte von 3. Finn Bella gegen Adrian Neville. Und ich bin mir sicher, dass das eins der besten Matches wird, was wir wahrscheinlich bisher gesehen haben, wenn Finn Bella und Adrian Neville in den Ring steigen. Im Main Event sehen wir ja dann das Steel Cage Match. Quasi, muss man sagen, mehr paar Tage vor Extreme Rules ist das quasi schon Wahnsinn, dass beide sich das antun. Aber das zeigt halt auch so ein bisschen die Art und die Moral von den beiden. Cesaro gegen Kevin Owens. Kevin Owens, der momentan, glaube ich, der Superstar ist in Raw und in SmackDown, der von euch allen die meisten Reaktionen zieht. Einfach weil Owens jetzt schon klar macht, was los ist. Und Seth Rollins, der hat ja richtig gesagt, ich habe zwar alles verloren, aber ich muss ja meine Leistung nicht abrufen. Das muss ich ja erst beim Pay-Per-View. Ich fand, das hörte sich ziemlich nach Mimimi, weinerlich wie sonst was an. Aber wenn er vielleicht beim Pay-Per-View gewinnt, dann kann er mich ja quasi überzeugen, dass er recht hatte und ich nicht. Aber ich glaube, das war einfach nur eine Ausrede von Seth Rollins. Der merkt einfach, was er da für Gegner hat. Das ist kein, ja, lächerliches Jobber-Match, was da vor ihm steht. Da stehen drei der besten Superstars in unserer ganzen LCW ihm gegenüber. Mit Cesaro, mit Kevin Owens und mit Randy Orton. Er hat gegen alle drei verloren. Das haben wir ja quasi bei SmackDown schon, ja, mit Entsetzen quasi festgestellt. So, und jetzt hier Headlock von Zack Ryder, um mal hier so ein bisschen in dieses Match reinzukommen. Ja, mein Favorit in dem Match, Zack Ryder, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, aber ich glaube einfach, Ryder ist so motiviert von den ersten Wochen, dass der jetzt, ja, auch weiter hier heute weitermachen kann. Ah, Rusev, ihr seht schon, wie lange der braucht, um sich hier von Zack Ryder zu befreien, aber allein die Masse eines Rusevs hilft dem natürlich schon, da sich zu befreien. Maybe, maybe, maybe. Im Publikum, ja, maybe gewinnt heute Zack Ryder und ist damit im Titelmatch. Ja, wie die Matchcard vom Pay-Per-View genau aussehen wird, das kann ich euch noch so genau gar nicht sagen. Ich habe sie mir irgendwo mal notiert, der Zettel ist allerdings jetzt verschwunden in den Weiten meines Schreibtisches. Oh, Rusev setzt jetzt an zum German Suplex. Wow!
ein Reverse German Suplex vom obersten Seil von Rusev. Und jetzt hat er natürlich richtig Schaden angerichtet bei Zack Ryder. Und jetzt kommt er vom Top Rope. Aber da kann sich Zack Ryder wegrollen. Aber auch Rusev dann wieder mit dem Konter. Also erst... Und Superkick! Der Superkick von Rusev, das war jetzt ganz, ganz schlecht für Zack Ryder. Und das Cover von Rusev. 1, 2, aber Zack Ryder kommt da nochmal ganz, ganz eng raus. Also da war der Referee schon fast bei 3 angekommen. Also wie gesagt, erst der German Suplex mit dieser Umdrehung in der Luft gegen Zack Ryder. Das war schon stark. Und dann sollte die Top Rope Aktion kommen, die ging dann voll daneben. Aber dann der Superkick wieder von Rusev, also Zack Ryder muss jetzt ein bisschen aufpassen, aber der gibt jetzt hier nochmal alles. Klar, der merkt, Rusev darf nicht mehr die nächste harte Aktion zeigen, weil sonst ist es für mich dahin und dann ist quasi mein Titelmatch dahin und Rusev wäre im Titelmatch. Das will natürlich Zack Ryder verhindern und will selber in diesem Match stehen. Ganz, ganz klar. Ah, Zack Ryder, schön, Neckbreaker gegen Rusev und natürlich vielleicht wieder den Broski Boot oder doch den Rough Rider, aber jetzt Zack Ryder auf dem Top Rope. Rusev liegt da perfekt und da kommt der Big Splash. Gut gemacht. Zack Ryder, bei dem sitzt die Aktion vom Top Rope. Rusevs Aktion eben landete ja nicht im Ziel. Was kann Zack Ryder jetzt machen? Setzt wieder an zu seinem. Ja, hebt ihn hoch und wieder dieser Neckbreaker. Dieser, ja, Impaler Reverse DDT könnte man fast sagen. Und jetzt das Cover gegen Rusev. Ist das der zweite Sieg? 1, 2, aber Rusev kommt da nochmal raus. Rusev schafft es da nochmal bei 2, sich ja aus diesem Cover zu befreien. Aber Zack Ryder muss jetzt dranbleiben, ganz klar. Vielleicht den Rough Rider hinterher. Das wäre doch schon mal was. Und das Publikum merkt, wir sind kurz vor der Sensation. Kann Zack Ryder hier heute das zweite Mal gegen Rusev gewinnen? Und Zack Ryder geht raus und jetzt schnappt er sich da den Kommentatorentisch und baut den erstmal ab. Der arme Hut von JBL, der liegt jetzt da auf dem Hallenboden. Das wird JBL natürlich gar nicht verhindern, unser WWE-Champion, der ja auch noch im Nebenjob Kommentator ist. Was hat denn Ryder vor? Schlägt jetzt hier wie ein Wahnsinniger auf Rusev ein. Am Kommentatorentisch wird er jetzt hier durch Countout gewinnen. Zack Ryder schlägt weiter auf Rusev ein. Das ist ein richtiger Brawl hier. Oh, und jetzt mit dem DDT. Der DDT auf den Hallenboden. Ich dachte erst, was macht der denn? Springt da quasi einmal um Rusev herum. Und jetzt erzählt der Referee, Rusev muss jetzt zurück in den Ring. Wir sind bei 7, aber Rusev kann da zurück in den Ring kommen. Das war wichtig. Und jetzt geht's einfach weiter im Ring. Aber Rusev, der packt sich direkt Zack Ryder. Habt ihr das gesehen? Lässt da gar nicht viel Zeit verstreichen. Hat jetzt Zack Ryder oben. Followaway Slam. Jawohl, Followaway Slam gegen Zack Ryder. Ha, das hat Zack Ryder vielleicht jetzt nicht so gut gemacht. Das hätte er vielleicht irgendwie besser lösen müssen. Und das sieht jetzt richtig schlecht aus für Zack Ryder. Und das ist der Accolade von Rusev gegen Zack Ryder. Und den hat er eigentlich perfekt positioniert, weil Zack Ryder kann nicht ins Seil greifen. Aber er lässt ihn raus, er lässt ihn wieder raus. Vielleicht hat das auch genug Schaden angerichtet. Vielleicht will er noch eine zweite Aktion hinterher ansetzen. Aber müssen wir jetzt mal abwarten. Er versucht einfach das Cover gegen Ryder. Ist der vielleicht weggetreten? 1, 2, 3 tatsächlich. Der Sieg für Rusev. Er will ihn pinnen, so wie Ryder es gegen ihn gemacht hat. Rusev pinnt Zack Ryder. Und damit steht Rusev als erster Teilnehmer im United States Titelmatch. Das gefällt mir doch schon mal. Also mir hätte jeder Sieger gewonnen. Hier, im Accolade ist er quasi hier bewusstlos geworden und dann einfach locker. 1, 2, 3. Das Cover hinterher. Und Rusev kann sich feiern lassen. Damit steht es in der Statistik von Rusev 2-1 für ihn. Anscheinend war das wirklich nur eine Eintagsfliege, dass man gegen Rusev gewinnen kann. Der Mann, ja, sieht stark aus. Hat auf jeden Fall überzeugt in diesem Match. Und dann kommen wir jetzt zum Main Event. 6-Mann Battle Royal. Das erste Battle Royale Match, was wir haben dieses Jahr. Und es ist zwischen diesen 6 Top Superstars von SmackDown. Stardust, Goldust, R-Truth, Jack Swagger, Tyson Kidd und Christian. Shattered Dream Production und da kommt Goldust. Der Mann, der bei der Survivor Series bei der WWE seine Rückkehr feiern durfte.
Und natürlich ist das heute ein richtig brisantes Match. Goldust, Stardust zusammen im Ring. Das ist ja schon, da ist ja schon quasi das Supermatch vorprogrammiert. Die beiden standen ja, wie gesagt, schon in einer LCW-Show von uns sich gegenüber. Ich glaube, in der ersten Raw-Ausgabe war das. Und natürlich Goldust, der ist schon Jahre dabei. Ich weiß gar nicht, wie lange Goldust schon Teil des Wrestling-Business ist. Müsste ich eigentlich mal nachgucken, aber 15 Jahre, denke ich mal, locker. Also locker, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Der ist schon was länger dabei, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, der kann sich hier natürlich noch ein bisschen von seinen Fans feiern lassen. Sein erster Live-Auftritt bei uns, und das ist ja das Schöne. Wir haben halt so Leute wie Tyson Kidd, Jack Swagger, Goldust und die anderen, die hier im Ring sind, die bekommen halt so alle ihre Live-Match-Zeit. Klar, das Main Event, das ist reserviert für einen Owens, für einen Orton, für einen Cesaro. Ihr wisst, was ich meine. Aber hier, das ist halt so unsere typische SmackDown-Co-Main Event-Zeit mehr oder weniger. Aber heute bekommen sie alle den Main Event-Spot bei WWE Main Event. Jetzt haben wir einen von sechs im Ring. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Und natürlich, da oben stand gerade King of Swing. Und ihr seht, Tyson Kidd, der bleibt sich quasi seinem Motto treu. Der hat immer noch, sagen wir mal, die Freundschaft zu Cesaro. Und vielleicht gibt es ja wirklich die Wiederauferstehung des Tag-Teams mit Cesaro. Muss man mal abwarten. Tyson Kidd, der ja, wie gesagt, letzte Woche bei Main Event gegen Christian verloren hat in einem wirklich guten Match. Das ging ja so hart her. Am Ende lagen sie ja mehr oder weniger nebeneinander. Aber Christian, der halt so ein paar Jahre mehr Erfahrung hat, der hat das einfach geahnt und hat einfach seinen Arm auf Tyson Kidd gelegt und hat so quasi den Sieg geholt. Tyson Kidd ja davor in der Woche mit einem Sieg in einem Submission-Match gegen Jack Swagger. Da hat er ja mit dem Sharpshooter den amerikanischen Burschen da abklopfen lassen. So, 2 von 6, gutes Drittel. Und dann müssten wir jetzt natürlich noch die Jungs klären, die noch fehlen. Und zwar unter anderem R-Truth. Und dazu wollte ich einfach mal was sagen. R-Truth, das ist wieder so ein Abonnent von euch, wo ich super froh bin, dass der dabei ist. Der schreibt einfach richtig gute Kommentare rein. So typisch dieses R-Truth-Gimmick, so ein bisschen dieses Verpeilte, was er momentan auch bei der WWE hat. Gefällt mir sehr gut. Und deswegen bekommt R-Truth, der ehemalige Tag-Team-Champion. Wir erinnern uns an die Big-Truth-Zeit. Der bekommt hier heute Abend die Chance, sich für das United States Championship-Match zu qualifizieren. Gefällt mir richtig gut. Und ihr seht, jeder bei mir kriegt die Chance in der LCW irgendwie an sein Gold zu kommen. Ich habe das ja schon mal gesagt. So, dann haben wir jetzt schon die Hälfte der Superstars im Ring. Drei Leute, wo ich sage, die haben alle gute Zustimmung bei den Fans gefunden. Klar, weil das auch alles Publikumslieblinge sind, kann man glaube ich so sagen. Und da kommt Jack Swagger. Klar, wir sind in Amerika, da hat er immer seine Fans. Und ja, der steht jetzt quasi im Ring, er sieht ihn quasi jetzt, Tyson Kidd gegenüber. Ich habe das Submission-Match ja angesprochen. Und deswegen finde ich diese 6-Mann-Battle Royale einfach so spannend, weil da halt so viele übereinandergreifende Fäden sind, dass die gegeneinander ja schon gekämpft haben, alle. Ich habe es ja gesagt, Stardust, Goldust, Kidd und Swagger, Kidd und Christian, R-Truth und Kidd, glaube ich, letzte Woche, oder Kidd und Swagger. Und Truth und Stragger und ich weiß es nicht. Das haben wirklich schon viele, viele Matches gesehen. So, und dann fehlen natürlich noch zwei. Christian und Stardust. Ihr seht, ich mache die Einzüge ein bisschen kürzer, weil es geht mir heute eh nicht so gut. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr aufnehmen, aber ich wollte das Video bringen. Ich habe leider mir so ein bisschen Nase, aber ich kann gar nicht reden. Ihr merkt das selber, so eine Nasennebenhöhlen. Ja, Verstopfung, ihr kennt das so. Nase zu, Halsschmerzen und so. Da kommt Stardust, der Kosmische. Ich bin mal gespannt, ist ja auch sein erstes Live-Match, genau wie von Jack Swagger. Wir haben ja zum Beispiel Tyson Kidd schon in Live-Action gesehen und deswegen ist es für ihn hier für Stardust das erste Live-Match. Oder irre ich mich da gerade? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe recht. Und Stardust ja auch sehr aktiv, vor allem im Skype-Chat. Immer wieder müssen wir das lesen. Stardust, wenn er sich quasi wieder selber feiert. So, und dann kommen wir doch jetzt zu meinem Favoriten, zu dem Mann, der klar gesagt hat, ich wäre auch gerne nochmal Weltschwergewicht-Champion. Aber heute, für den Teil, muss er erstmal hier in diese Battle Royale rein und vielleicht hier sich sein United States Championship-Match verdienen. Natürlich. Ehemaliger WWE Tag Team Champion, Weltschwergewicht-Champion,
ECW Champion, Intercontinental Champion, natürlich Christian. Letzte Woche, wie gesagt, ja gewonnen gegen Tyson Kidd. Ich wiederhole mich gerne mal für die Leute, die vielleicht die Parts nicht gesehen haben. Und ihr hört es allein am Publikum. Der hat hier richtig viele Fans. Klar, Christian, wie viele Jahre ist er schon bei WWE? 20? Kann das hinkommen? Ich meine, wie viele Jahre hätten wir denn dann? Dann wären wir 2005, 1995. Ich weiß nicht, ob der da schon da war. Auf jeden Fall 2000 war er auf jeden Fall schon dabei. Also, ja, sagen wir mal, 15 Jahre hat er locker auf dem Buckel, zusammen mit Edge natürlich. So, und dann kommen wir jetzt zu dieser 6-Mann-Battle Royale. Man muss seinen Gegner übers oberste Seil werfen und es schaffen, dass dieser Gegner mit beiden Füßen den Hallenboden berührt. So, nochmal kurz die Regel erklärt und dann geht's jetzt sofort los und jetzt bin ich gespannt. Rusev ist ja, wie gesagt, der erste Teilnehmer des Triple Threat Matches, haben wir ja eben ermittelt. Und dann haben wir ja noch, wie gesagt, nächste Woche, also nicht nächste Woche, sondern in 2 Tagen bei SmackDown, das Match von Finn Bella gegen Adrian Neville. Da werden wir dann den dritten Teilnehmer ermitteln und hier den zweiten. Und wie gesagt, Christian ist jetzt einfach mal mein Tipp, den ich jetzt mal so raushaue. Ich überlege gerade, was da für Paarungen rauskommen könnten. Rusev gegen Swagger, das wäre natürlich, was man schon mal bei der WWE gesehen hat. Goldust, der natürlich bestimmt heiß ist auf nochmal einen Einzeltitel. Stardust sowieso. Cody Rhodes war ja bei uns letztes Jahr auch aktiv und richtig erfolgreich. Tyson Kidd, ja natürlich, warum nicht? Der hatte ja mal eine lange Zeit bei NXT letztes Jahr bei uns zu tun. Ja, R-Truth, ehemaliger Tag Team Champion mit Big E, muss man nichts zu sagen. Die waren lange genug Champions. Also alle, denke ich mal, alle 5, alle 6 sind richtig heiß drauf, irgendwie in dieses Titelmatch reinzukommen. Und ich glaube, egal wer hier gewinnt, auch noch egal wer bei SmackDown das Quali-Match gewinnt, wir bekommen ein richtig gutes Triple Threat Match bei Extreme Rules. Und es ist ja immer wieder ein bisschen schwierig, hier bei diesen 6-Mann-Matches alle Aktionen mitzubekommen. Da könnte zum Beispiel hinten in der Ecke jetzt Christian Goldust eliminieren und ich würde es mal wieder verpennen, ihr kennt mich ja. Guckt euch an, Tyson Kidd wirft da Christian schon hinten über Seil und versucht ihn jetzt da vorm Ringrand runterzutreten, mehr oder weniger. Schafft er das? Oder kann Christian sich da irgendwie festhalten? Das wäre jetzt ein frühes Ende für Christian gegen Tyson Kidd. Schön zu sehen, wie hier die Paarungen der letzten Woche gerade gegeneinander kämpfen. Stardust und Goldust, die zwei Brüder. Und da ist Goldust raus! Goldust ist schon draußen. Stardust wirft ihn aus dem Ring. Also, wenn ich recht gehabt haben sollte eben, dass Stardust wirklich im ersten Raw-Part gegen Goldust gewonnen hat, dann wäre das jetzt richtig bitter für Goldust, wenn er auch hier jetzt verloren hätte, quasi gegen Stardust. Oh Mann, Goldust ist schon raus. Das war eigentlich einer von denen, wo ich am meisten gehofft habe, dass er gewinnt. Aber Goldust, ja, ist aus dem Match raus. So ist das halt in der 6-Mann-Battle Royale. Aber halt bitter für ihn, dass Stardust ihn rauswirft. Aber kann man nichts machen. Das Jahr ist ja noch lang, sagen wir mal so. Ist ja noch nichts vorbei. Nur weil man heute verliert, muss man sich halt jetzt vielleicht ein bisschen länger im Gym aufhalten, ein bisschen härter trainieren. Ja, sich vielleicht noch ein paar neue Moves überlegen, das kann ja auch immer mal helfen. Fragt mal einen Rey Mysterio oder einen Sin Cara zum Beispiel. Wenn man neue Moves sich mal überlegt, dann kann das schon einiges besser werden. Oh, jetzt ist da hinten Stardust aber ganz schön in Gefahr. Nachdem er Goldust rausgeworfen hat, muss er jetzt selber da mal aufpassen. Gegen Tyson Kidd kann er sich da noch festhalten oder tritt Tyson Kidd ihn jetzt da vom Ringrand runter? Nee, Stardust kann sich da irgendwie festhalten. Tyson Kidd merkt, das bringt nichts, das kann ich auch direkt lassen. Und Swagger ist hier mit R-Truth beschäftigt. Die beiden, die quasi für ihre Aktivität in den Kommentaren belohnt wurden. Natürlich muss das auch so bleiben, Jungs, ne? Ist ganz klar. Dann werdet ihr immer wieder sowas bekommen. Aber natürlich, wer nicht aktiv ist, wer keine Kommentare schreibt, wer nicht auf sich aufmerksam macht, der kriegt nichts. Also ist einfach so. Bei mir bekommen nicht einfach nur die großen Namen was, bei mir bekommen die, die aktiv sind, was. Und jetzt Jack Swagger, Power Slam gegen R-Truth. Der Swagger von der Kraft her, glaube ich, der im Ring, der am meisten drauf hat. Von der Schnelligkeit vielleicht ein Tyson Kidd oder ein Stardust. Christian natürlich erfahrungsmäßig der ganz klare Favorit, vielleicht mit R-Truth. R-Truth, das wissen ja viele gar nicht, ist auch schon Ewigkeiten bei der WWE. Es gibt Matches, wo damals Team WWE gegen Team WCW oder Alliance oder wie das hieß gekämpft haben. Und da ist R-Truth raus, wo ich es gerade sagen will, eine Geschichte über ihn. Da sieht man nämlich im Hintergrund im Backstage-Bereich R-Truth stehen, Ron Killings. Und R-Truth ist draußen und findet das natürlich gar nicht lustig. Und da sind wir jetzt bei 4 Superstars im Ring. Es geht ein bisschen schneller schon, als ich gedacht habe. Tyson Kidd, Christian,
Stardust und Jack Swagger. Und die beiden Streitvögel der letzten Woche, die ja dieses tolle Match hatten, was ja wirklich mit dem Arm auf dem Gegner, wo beide quasi K.O. waren, geendet ist, was wir bisher noch nie hatten, sowas. Die beiden gingen ja aufeinander los und da hinten Stardust, der hier den Suplex gegen Jack Swagger raushaut. Ah, Christian Impaler DDT, ihr habt das gesehen hier vorne, Christian mit seiner Signature-Aktion, mit dem Impaler DDT, und jetzt kann er vielleicht weitermachen, und Christian und Tyson Kidd aus dem Ring werfen, und da kam der Cannonball von Jack Swagger, da hat er einfach Stardust wegpulverisiert, habt ihr das gesehen, er springt ihm einfach gegen die Beine, und da kann Stardust natürlich nicht ausweichen und nicht mehr stehen bleiben. Ja, 4 Superstars noch im Ring, mein Favorit Christian ist noch drin. Man kann es einfach nicht einschätzen, weil die Superstars natürlich erst alle ein, zwei Matches hatten, auch nicht unbedingt alles Live-Matches, das heißt, wir haben nicht unbedingt gesehen, wie die Niederlagen oder beziehungsweise Siege, wie die zustande gekommen sind, und deswegen mal abwarten. Stardust jetzt mit einem Moonsault in einer Battle Royale, also das machen auch nicht die meisten, so eine Moonsault-Aktion, das kann mal ganz schnell schief gehen, da muss ich nur einer oben vom Top-Rope schubsen und du bist weg, und jetzt sind Tyson Kidd und Swagger in einer gefährlichen Position und Tyson Kidd ist draußen und auch er verliert quasi wieder gegen den Gegner der letzten Woche, gegen Christian. Genau wie quasi eben bei Stardust und bei Goldust, nur dass das Match ja schon ein bisschen länger zurückliegt. Und kann Stardust das jetzt schaffen? Kann er Swagger auch noch rausdrücken? Nee, Swagger kann sich im Match halten. Jetzt haben wir nur noch 3 Superstars, die im Ring sind. Swagger, Stardust und Christian. Das gefällt mir doch mal richtig gut. Christian, der packt sich jetzt Swagger. Oh, der kann sich so gerade noch festhalten. Oh, Dropkick von Stardust. Der kommt nur noch mehr Dropkicks. Ah, Stardust, der präsentiert sich, glaube ich, richtig gut hier in dem Match. Muss ich mir da Sorgen machen. Oh, Swagger, der versucht jetzt Christian rauszuwerfen. Das wäre natürlich was. Dann hätten wir noch 2 im Ring. Christian, guckt euch Stardust an. Der macht einfach gar nichts. Den juckt das nicht. Aber Christian, ja, duckt sich da ab und kommt zurück in den Ring rein. Ja, was kommt jetzt? Stardust schickt Christian in die Ringecke. Und da knallt er mehr oder weniger nur gegen Jack Swagger. Oh, Christian, der wird jetzt von beiden da mehr oder weniger abgefertigt. Stardust hält sich jetzt aber da wieder raus. Kann Swagger ihn irgendwie rausdrücken? Er drückt ihn am Gesicht, das seht ihr, das ist natürlich besonders effektiv. Da muss Christian jetzt richtig aufpassen. Ihr seht, wie es hin und her geht. Natürlich ein Christian, der kann sich da befreien, aber jetzt kann er sich nicht befreien. Und Christian ist draußen. Jack Swagger gegen Stardust sind die letzten beiden im Ring. Und jetzt hat Jack Swagger Stardust oben zu einer Powerbomb und der wirft ihn aus dem Ring. Und er wirft ihn aus dem Ring. Jack Swagger ist der Sieger dieser Battle Royale. Wow, was war das denn für ein Finish von Jack Swagger? Jack Swagger, der Amerikaner, eindeutig will da jemand United States Champion, Champion seines Volkes werden. Guckt euch an, Christian steht da noch. Gut, dass der aus dem Ring geht. Swagger packt ihn sich und wirft Stardust mit einer Powerbomb aus dem Ring. Dead Cell von Stardust übrigens an der Stelle. Jack Swagger triumphiert. Dem hätte ich es jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht zugetraut. Aber das meine ich. Man sieht, die haben alle was drauf. Das Match war wieder richtig gut. We the People. Habt ihr das gehört? Und vielleicht sehen wir hier den neuen United States Champion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid bei SmackDown wieder dabei, wenn wir 2 richtig, richtig gute Matches haben. Zwischen Finn Bálor und Adrian Neville. Und dann im Main Event das Steel Cage Match Nummer 1 dieses Jahres. Cesaro gegen Kevin Owens. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Die Namen sprechen für sich. Wir sehen uns bis dahin. Lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Hell yeah!